Ja, moin! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir haben einen oder beziehungsweise zwei Boys zu retten. Ich glaube, ich habe Andromedon und Avatar in diese Mission geschickt. Und beim letzten Hinterhalt, das ist schon wieder einige Folgen her, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das lief nicht ganz so gut. Spoiler, beide sind gestorben, die ich dahin geschickt hatte. Bei Verlorene und Advent und ich bin nicht bis zum Evakuieren gekommen. Uiuiui, ich habe euch jetzt auch nicht besonders ausgerüstet. Oh oh. Wie weit müsst ihr denn? So weit müsst ihr laufen! Sie haben keine Zeit mehr! Verlassen Sie die Deckung und begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt! Ach du Scheiße! Natürlich sind hier auch überall Verlorene. Oh je. Ja dann, ihr beiden. Positiv. Oh, Andromeda und Avatar. Das ist das erste Mal, dass ich mit euch spielen kann. Vielleicht wird es auch das letzte Mal sein. Weil ich glaube, ich hatte euch auch... Avatar, ich glaube, ich einmal mit. Aber sonst... Oh je. Ich glaube, jetzt heißt es echt einfach nur Rennen. Rennen, Rennen, Rennen. Und ihr habt beide nichts Besonderes dabei. Ja, hier kommt einmal Edwin runter. Ihr Team ist aufgeflogen. Wir registrieren Advent-Truppen, die sich ihrer Position nähern. Ja, ich weiß. Wir spurten weiter nach vorne und wir werden da irgendwas aufdecken. Oh je. Oh je, natürlich. Wir werden niemals mit denen klarkommen. Wir können nicht kämpfen. Wir müssen einfach weiter rennen, tatsächlich. Ich glaube, das ist doch das einzig Sinnvolle, was wir hier machen können. Einfach rennen. Okay. Wir hoffen einfach, dass dieser Codex nichts Schlimmes macht und nur sein Feld hier macht, um unsere Waffen hier zu deaktivieren. So, da hinten, wer kommt da runter? Wir können die niemals bekämpfen. Wir haben auch keine Ausrüstung dabei, um die zu bekämpfen. Okay, zwei Leute. Ah. Ich weiß noch nicht, ob es hier so clever ist zu kämpfen. Nee, die kriegen wir niemals down mit zwei Leuten. Wir brauchen ja allein schon zwei Leute, um eine Einheit zu... Also, nee, die machen viel zu viel Schaden. Wir müssen weiter rennen. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, um hier zu entkommen. So, du teleportierst dich. Sehr angenehm. Teleportiere ich mal irgendwo hinter mich. Angenehm. Und du machst die Psi-Bombe. Genau das, was ich wollte quasi. Denn das macht keinen Schaden. Und wir wollen sowieso hier rausrennen. Alles klar. Freunde. Wo müssen wir hin? Da. Wie weit das ist. Wir rennen einfach weiter. Ja, wir rennen einfach weiter. Let's go. Renn. Forest. Lauf. Bringt euch in Sicherheit. So. Da explodiert der Lachs. Und ruft wahrscheinlich ein paar Verloren auf den Schirm, oder? Oh boy. Oh boy, kannst du sprinten. Oh boy. Ja, du kommst natürlich auch hinterher. Darfst du noch schießen? Nein, nicht mehr. Durch die taktische Analyse haben wir aber vielleicht Glück, dass die nur eine Runde immer haben. Oh boy. Hoffe ich, dass wir weit genug hier wegkommen. Renn. 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 Scheiß die Wand an. Ja, da vorne hast du immer noch ein bisschen Deckung. Oh boy. Mann, wie aufregend. Kacke. Nein. Fuck. Hi. Das kann ich für sie tun. Oh oh. Oh oh. Ja, taktische Analyse. Du wirst irgendwen auf jeden Fall komplett wegkritten und das wird er sein. Kein Krit und nur 6 Schaden. Das ist tatsächlich noch gut. Noch ein Angriff überlebst du sowieso nicht, aber das war schon mal ganz in Ordnung. Du teleportierst dich einfach. Und... Oh oh. Oh. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. Ich glaube aber, Edmund haben wir da hinten abgehängt. Jawohl. Ein verlorener Schwarm ist ganz nah. Oh, scheiße. Pass auf, wir müssen einfach weiter rennen. Es bringt nichts. Alles klar. Es bringt nichts. Wir müssen rennen, Freunde. Hier, ich glaube, hier hinter hast du tatsächlich ganz gute Deckung. Ein verlorener Schwarm ist ganz nah. Ja, renn um dein Leben. Boy, renn einfach. Du hast nicht mal ein Medikit oder sowas. Du hast gar nichts. Ja, mach die Tür noch ganz in Ruhe auf. Okay. Gut. Jetzt hoffen wir, dass die Boys einfach nicht treffen können. So, da kommt schon mal der Muton angeschissen. So, der wird jetzt aber, denke ich mal, genau auf den Avatar gehen. Ach, 5 Schaden tut natürlich weh, hast du recht. Aber der Einzige, der jetzt noch hier rankommen kann, wäre der Codex. Und der teleportiert sich irgendwie relativ unglücklich. Psi-Bombe. Psi-Bombe ist perfekt. Wir haben sowieso keine Munition in den Waffen. Gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Okay, oh, da ist der verlorene Schwarm. Hallo, Freunde. Ach, guck mal. Stöpsel und Jason. Schön. Oh, okay, du bist sicher. Und du. Du bist auch sicher. Freunde, wir haben es geschafft. Nee, das muss ich mir auch nicht zweimal sagen. Papissus Maximus, aber sowas von. Ach du Kacke.
Huhuhu. Also unter die ganze Mission hätte man noch irgendwie so eine Hillbilly-Musik legen können. Aber Alle Mitglieder von Wave 1 wurden erfolgreich evakuiert. Tja. Getötete Feinde 0, verwundete Soldaten 2. Was soll ich sagen? Eine bessere Mission hat es noch nie gegeben in XCOM. Das war perfekt. Also laufen können die beiden. Muss man ganz ehrlich sagen, laufen können sie. Was ist das für ein 5 Minuten gegen dieser Lachs? Ihre Alien-Armeen und die Außerwelten nicht schon genug wären. Jetzt haben wir es auch noch mit Zombies zu tun. Das haben wir schon seit ungefähr 40 Folgen, mein Guter. Ja, du wurdest befördert für dieses unglaubliche Durchrennen. Ja, Sprengschuss oder Unterstützungsfeuer ist halt beides kacke. Benutze ich beides nicht. Aber nimm halt Sprengschuss, was weiß ich. Okay. Ja, keine Gegenstände geborgen. Hätte mich auch gewundert, wenn ihr dafür Zeit gehabt hättet. Okay, gut. Kameradschaft verfügbar. Ja, ihr solltet auf jeden Fall Kameraden werden. Oh, um 2 reduziert. Hey, hey, hey. Oh, die ist sogar... Also, das heißt dann, das ist tatsächlich noch... gut gegangen, diese verdeckte Mission. Okay. Unsere Zusammenarbeit kommt dem Widerstand sehr zugute. Ja, wunderbar. Neue verdeckte Aktion. Was haben wir denn da Schönes? Widerstandsbefehl, neue Widerstandsbefehle. Das interessiert mich sehr. Da sollten wir einen Hacker reinschicken. Und warum nicht den guten Broski? Der brauchte die Hackdinger. Soldat verwundet ist nicht so wild. Da können wir einfach nur... Ja, schicken wir 2 Spezialisten hin. Okay, let's go. Viel Spaß, ihr beiden. Verstanden, Kommandant. Meine okay. Anhänger werden die Unterstützung durch ihre Soldaten zu schätzen wissen. Ja, alles klar. Ihr beiden auf jeden Fall Kameradschaft. Ja, Kameradschaft bestätigen. Ja, könnt ihr im Foto, wo ihr beide rennt... Gibt's das? Soldaten bearbeiten. Komm, also die Zeit muss sein. Gibt's ein Foto, wo ihr einfach nur rennt? Oh, warte mal. Oh mein Gott. Warte, welche Pose war das? Hört sich auch Daumen nach oben. Achtung, wo ist denn Daumen nach oben? Da. Nein. Das ist perfekt, das ist absolut perfekt. Okay. Ja. Dick und doof. Und als zweite Schrift. Nein, nicht Schriftart, ist mir Wurst. Glücksritter, nein. Rennen können sie. Absolut perfekt. Vielen Dank an Dick und Doof. Die Stimme des Widerstands, um daran zu erinnern, dass die Aliens niemals eine Niederlage eingestehen werden. Ja. Selbst wenn unsere tapferen Soldaten... Das war unglaublich tapfer von den beiden. Welt verjagt haben. Wir haben sie auf jeden Fall verjagt, nicht die uns. Nein, nein, wir haben die verjagt. Es ist alles eine Sache der Perspektive. So, was haben wir hier? Kameradschaftsstufe 2. Clay und... Ja, können wir eigentlich mal machen. Warum nicht? Verbessere Kameradschaft, warum nicht? Ja, 3 Tage ist in Ordnung. Die können wir mal ausharren hier. Gut. Oh boy, plötzlich wird sie aber voll. Hallo. Gut. Wir haben 115 Vorräte. Vielleicht können wir da auch mal ganz kurz in der Guerilla Tactics School Druckstand halten. Oder Parcours. Ach komm, die 5%, das finde ich witzig. Machen wir mal. Gut, wir machen sowieso noch alles, also egal. Oh, wir müssen noch eine Sache machen. Das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Und zwar... Ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Ja, Kai, die sind nicht alle beschäftigt. Rutsch mal im Buckel runter. Den War-Anzug würde ich gerne machen. Nice. Ich würde ganz gerne nochmal experimentelle Munition ausprobieren. Und experimentelle Granaten. Und experimentelle schwere Waffen auch nochmal probieren. Okay, schön. Haben wir auch da noch ein bisschen was reingeklatscht. Wunderbar. Hi, was geht? Ich würde gerne einmal Gegenstände herstellen. Was können wir denn so machen? Überhaupt gar nichts. Das ist wunderbar. Dann gehen wir wieder zur Brücke. Das war die seltsamste Folge bisher, die ich je hatte. Okay, gemischte Beute. Ja, einen Block voran. Ich meine, wir haben vorhin erst 2 oder 3 abgezogen. Das ist ja noch verkraftbar tatsächlich. Ja, wir haben ja auch noch die Schattenkammer-Mission, die das auch nochmal reduzieren wird, denke ich mal. Ja, noch ist alles gut, noch ist alles gut. So, fortschrittliches Zielfernrohr. Das ist jetzt nicht so krass, wie ich dachte. Aber gut. Vorräte, nee, nicht jetzt. Wir wollten ein paar Informationen. Das wäre... Informationen, dort. Genau. Die wollen wir nämlich. Jo, weil wir wollen wieder ein bisschen mehr Kontakt herstellen. Wir haben ein Info. Einen einzigen. Super.
Sag mal, wäre es nicht schneller gewesen, wäre es andersrum geflogen? Ah, okay, egal. Egal, die Erde ist eine Scheibe. Wäre vielleicht nur der eine Weg möglich gewesen. So, 6, 5. Huh, da sind die beiden gerade noch richtig rechtzeitig fertig geworden für die Gorilla-Einsätze. Ziel überprüfen. Was haben wir hier? Wir haben immer noch nur noch 2. Alles klar. Einmal schwer und wir kriegen Wissenschaftler und einmal sehr schwer und wir kriegen Informationen. Ich glaube, ich würde lieber das hier machen. Was haben wir denn hier? Sektoin, Sektopod. Oh boy. Ist hier auch ein Sektopod bei? Nein. Das heißt, das hier wäre tatsächlich deutlich einfacher. Aber ich würde gerne diese Info haben. Die ist perfekt für mich gerade. Und diese Scanzeiten sind erhöht. Das ist auch nicht so geil. Und Verlorene sind in diesem... Oh. Wir machen die Mission aber. Wir machen die Mission aber. Oh. Claymore, Anna und Killer, Kameradschaft Stufe 2. Wunderbar. Commander, so. Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet ja. aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Auf jeden Fall. So, da es eine sehr, sehr schwere Mission ist, nehmen wir mit unsere besten Leute mit. Mox lassen wir heute mal zu Hause. Ja, sorry, da wollte ich nicht draufklicken. Wir nehmen... Och, Koda ist wieder am Stissel. Nice. Vielleicht lassen wir... Ja, obwohl unser Mac... Oma ist müde. Ja, gut, Oma kann dann auch mal schlafen. Ist auch in Ordnung. Puh. Oh, das ist jetzt so ein Spitznamen. Dynamite. Oh, okay. Dann könnte ich den Spitznamen eigentlich mal ganz kurz bearbeiten, bevor ich das nämlich vergesse. Und zwar individualisieren. Charakterinfo. Spitzname. Avatar. Gut, dann wärst du jetzt auch ein kompletter Avatar. Wunderbar. Und darfst dich gerne wieder ins Bett legen. Deine Beine müssten doch noch immer noch mega schlapp sein. Bestimmt der übelste Muskelkater in den Beinen. So, nehmen wir einen Grenadier mit. Wäre eigentlich schon sinnvoll. Wäre eigentlich schon ziemlich sinnvoll. Also Koda haben wir hauptsächlich wegen dem Sektopoden mit. Der soll den einfach mal weg one-shotten. Grenadier wäre... Ah, du bist noch müde. Dich nehmen wir doch nicht mit. Wäre sinnvoll gegen Rüstung, aber nicht sinnvoll gegen alles andere. Bei Verlorene und so, ne? Vielleicht nehmen wir einfach unseren Spark mit. Du bist ja sowieso fast fertig. Und dann nehmen wir doch Mox mit. Ich habe Angst. Wir bräuchten aber einen Spezialisten. Vielleicht nehmen wir doch nicht Mox mit. Ah, haben wir einen Spezialisten? Wir haben keinen Spezialisten. Scheiße, wir sind... Ach, wir haben keinen Spezialisten. Shit. Das war nicht so clever mit der verdeckten Aktion. Okay, dann nehmen wir vielleicht doch Mox mit. Obwohl, ihr habt halt... Also Sve und du haben halt echt ganz gutes Bündnis. Vielleicht sollte ich das mal nutzen. Ich nutze das jetzt einfach mal. Okay. Ja, Ausrüstungsgegenstände freigeben, Waffen freigeben, Rüstung freigeben. Gut. Stöpsel. Du warst das letzte Mal dabei und bist immer noch good to go. Wunderbar. Jason, was haben wir für dich? Du kannst tatsächlich auch das Disruptor-Gewehr mitnehmen. Das wäre für dich vielleicht auch ganz interessant, würde ich mal sagen, ne? Wo ist eigentlich dein Sturmgewehr? Ach, das hat Zwerne Griffel, ne? Pass auf, dann nimm Zwerfen mal den Disruptor mit. Hat dann das Daicho mit und kann auch gerne einmal Stasisweste und Imitationsgerät mitnehmen. Gut. Und Jason darf dann seine eigene Waffe, die Axt, mitnehmen. Oh, wir haben auch den Schlangenanzug. Den wollen wir aber Jason nicht aufziehen, weil das habe ich schon mal gemacht und dann sehen wir sein Gesicht und das ist nicht schön. Das lassen wir besser mal. Können wir denn irgendwem... Okay, pass auf, dir geben wir dann vielleicht auch einfach mal folgenden Anzug mit. Jenen hier. Und einmal... Ja, Gedankenschild vielleicht nicht, aber eine Frostgranate könnte uns den Arsch retten. Okay. Ja, du bist eigentlich auch komplett good to go. Könntest noch die Drachengeschosse mitnehmen. Und dann wärst du auch ready. Pass auf, wir geben dir mal den Schlangenanzug mit. Obwohl, dann sieht man auch dein Gesicht. Ja, also so sehr sieht man es gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dieser Rüstung tatsächlich aus neuem Material besteht. Und wie viel davon Taigen direkt aus der Viper selbst herausgeschnitten hat. Wir haben sie auch nicht wirklich testen können, also viel Glück da draußen. Ja, werden wir haben. Wir geben das erstmal einem Scharfschützen mit. Generell eher ungern, aber es hat auch einen Kletterhaken integriert, also warum nicht? Gut, Bushi. Granate finde ich auf dir immer noch relativ sinnlos, das heißt, du nimmst mal einfach Gedankenschild. Ich glaube nicht, dass wir das gerade brauchen werden. Pass auf, nimmst du ein Medikit mit. Vielleicht wird es ja sinnvoll. Gut, dann sind wir... Ready, oder? Du hast auch noch deine richtige Helix. Jawohl, alles gut. Let's go. Freunde, wir sind bereit. Puh. Diesmal werden wir nicht einfach nur wegrennen. Diesmal werden wir draufhauen.
was mir deutlich, deutlich mehr liegt, als das Wegrennen. Let's go. Let's go! Puh, erstmal wieder richtig hinsetzen hier, meine Fresse. Und bei euch alles gut? Freut mich, bei mir auch. Kleine Aufnahmemarathon, aber ich denke, nach dieser Folge wird es das doch noch gewesen sein. Widerstand hat bestätigt, dass ein hochrangiger Militäroffizier von Advent im Zuge einer Routinepatrouille dieses Gebiet durchqueren wird. Okay, ja. Die Gelegenheit, Advents Kommandostrukturen zu stören und ihre aktuellen Operationen zu verzögern. Oh, leck. Alles, was wir dazu tun müssen, ist, den Offizier auszuschalten. Machen wir. Wir schalten den Offizier aus. Und wir haben ja Coda dabei, um sich um alle möglichen großen Gegner zu kümmern. Gut, Verlorene. Also, keine Explosion, bitte. Wir orten den Advent-General und seine Eskorte. Kennen seine genaue Position jedoch nicht. Ach so. Durchsuchen Sie das Gebiet und eliminieren Sie das Ziel und alle weiteren Feinde, die Ihnen im Weg stehen. Wie erwartet, Commander, gibt es deutliche Hinweise auf Verlorene, die sich durchs Kampfgebiet bewegen. Seien Sie vorsichtig da draußen. Aber auf jeden Fall bin ich vorsichtig. Ich bewege mich nicht direkt auf irgendeine ungesicherte Brücke. Nein, nein, nein. Ich bin ganz vorsichtig. Ich habe dich da unten gesehen übrigens. Kannst dich nicht verstecken. Vielleicht hat er hier tatsächlich eine bessere Position. Begebe mich zur Zielposition. Zack dich. Aha, wer ist denn da vorne? Ist das ein kleiner Mech oder? Ja, einfach nur ein Mech. Okay. Gut. Feindlicher Trupp entdeckt. Gut, das ist ja nicht so wild. Verlorene, auch nicht so wild. Okay. Rücken wir einfach erstmal raus so ein bisschen. Du dürftest ja dadurch nicht aufgedeckt werden. Hoffe ich. Nein, du siehst nur ein paar Verlorene. Okay. Gut. Coda. Sollte auch so weit wie möglich und so schnell wie möglich nach vorne laufen, tatsächlich. Vielleicht gehst du dann auch einfach mal... Ja, vielleicht gehst du dann einfach mal so schnell wie möglich nach vorne und so weit wie möglich. Gut. Jason, da vorne dran. Bushi kann hier an diese Seite, kümmert sich dann später um die Boys da vorne. Sve könnte hier ins Gebäude, vielleicht auch durch die Tür, Sve. Danke. Gut, Stöpsel hat da oben eine gute Position, darf da auch gerne bleiben. Sve geht nochmal ein Stückchen näher ran. So, okay. Haben wir unsere Soldaten doch ganz gut hier aufgestellt. Noch mehr verloren, oh je. Vielleicht solltest du doch lieber ein Stückchen hier an der Ecke gehen. Bin schon unterwegs. Okay. Gut. Das passt nicht zu dir, Stöpsel. Das wirst du auch nicht nochmal tragen, das Ding. Nur gerade hatten wir keine viel bessere Einheit, die das tragen konnte. Also, vielleicht Sve. Aber naja, egal. Für diese Mission muss es herhalten. Ja, die Verlorenen gehen ab und liefern sich erstmal einen Kampf mit Advent. Was ja erstmal ziemlich solid ist. Muss ich sagen. Gerne hätte ich jetzt auch ein Pistolenscharfschützen dabei. Ah. Ja, was macht ihr Bedrohliches? Verlorenen? Kommt mal alle ran hier. Kommt mal alle zu Papa. Oh ja, die versammeln sich echt ganz gut. Oh, das wird gleich ein Fest. Oh, das wird ein Fest. Gut. Ah, die werden sich aber nochmal bewegen. Vielleicht sollten wir das Ganze mit dem Reißen eröffnen. Einfach um irgendwie einfach vor Free einen Kill zu holen. Zum Beispiel auf ihm hier und dann noch ein bisschen Schaden zu machen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht auch auf ihm. Oder auf ihm. Das ist eigentlich genauso gut. Ja, da willst du aber einem mehr Schaden machen. Bei ihm hier würdest du drei Leuten Schaden machen. Das ist noch etwas besser. Mach das mal. Okay. Ist nicht die beste Eröffnung, aber let's go. Ja, du wirst entdeckt. Mensch, nicht so wild. Du kriegst dadurch ordentlich Fokus. Zack dich. Batz. Ein Fokus hast du jetzt auf jeden Fall bekommen. Ach, da ist der Offizier. Ich weiß nicht, ob ich den schon mit Verbannen ausschalten soll oder noch auf den Sektorcode warten sollte. Gut, das wird jetzt spannend. Ja. Mann, er hat halt schon viel Leben. Soll ich den vielleicht doch mit Verbannen ausschalten? Stöpsel sieht überraschend wenig, muss ich gestehen. Das ist etwas schade. Und dann sollst du auch eigentlich die Leute ausschalten, die du gerade siehst. Und Ratz. Du würdest auch deutlich mehr Sinn machen, wenn du hier unten stehen würdest, weil du da oben einfach nichts siehst. Unglücklich. Aber naja. So, zwei Gratis-Kills. Sind zwei Gratis-Kills. Ich beschwere mich mal nicht. Wie viele waren das jetzt? Zwei. Julian.
Pass auf, du gehst mal hier vorne hin. Das ist schön, dass du gehorchst. Alles andere wäre auch nicht so angenehm. So, ihn kannst du nicht killen. Ihn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du müsst dann 9 Schaden machen. Das ist nicht ganz so angenehm. Ihn kannst du auf jeden Fall töten. Zack dich. Wunderbar. Aber so ein bisschen hier aufräumen, ne? So ein bisschen wenigstens. Ihn 1, 2, 3, 4, 5, 6 und adieu, Kollege. Gut. Natürlich machst du hier auch 9 Schaden. Bei denen du es nicht brauchst. Effizienz ist meine Spezialität. Gut, wunderbar. Und ihn könntest du noch einmal anhitten. Würde mir auch ganz gut passen eigentlich. Ich würde ihn auch wegboxen. Was jetzt viel, viel besser ist. Könnte auf jeden Fall den Verlorenen hier hundertprozentig töten. Aber der ist nicht so eine große Bedrohung. Ja, pass auf, wir schießen auf ihn. Ist ja auch eigentlich ein hundertprozentiger Hit. Gut, 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 dass du mich jetzt nicht vom Gegenteil überzeugt hast. Gut, Coda. Du hast deinen Verbann. Willst du das echt schon benutzen, ist die Frage. Deine Claimer möchtest du auf jeden Fall noch nicht benutzen. Jason. Könnte mit der Wurfaxt den Elite-Soldaten dort hinten ausschalten. Gefällt mir ganz gut. Mach mal. Guter Junge. Du hättest ihn sogar mit One-Hit gekillt, so oder so. Meine Güte. 7 bis 9, da musst du halt 9 Schaden für machen. Bushi sollte wegrennen oder parieren. Schwierig, 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 schwierig. Ich meine, Svea haben wir ja auch noch. Wir sollen vielleicht tatsächlich uns um den Mech hier vorne kümmern. Oh, du könntest auch natürlich Bushi einen Dingsbums geben. Oder ein Doppelangriff. Ein kombinierter Standardschussangriff durch diesen Soldat und seinen Kameraden. Dieser Schuss zählt als kostenlose Aktion für den Kameraden. So, wir versuchen das einfach mal. Mal gucken, was es macht. Das heißt, ich kann jetzt angreifen. Zwei, genau. Und jetzt kann Bushi nochmal angreifen, dass es eine kostenlose Aktion ist oder... Doppelangriff. Ja, du greifst jetzt auch automatisch nochmal in den... Okay, interessant. Interessant. Nur jetzt weiß ich immerhin, wie diese Mechanik funktioniert. Gut. Wunderbar. Das hat er 2 Aktionen verbraucht. Oh, wow. Das wusste ich nicht. Wupsi. Du könntest ein Schnellfeuer auf den machen, ne? Mach das mal. Weil wenn du ihn ausschaltest, dann hast du ja danach immer noch einen Schuss. Na gut, dass ich Schnellfeuer gemacht habe. Aber das dürfte jetzt sitzen. Komm schon. Yes. Wunderbar. Hast du jetzt 2 Aktionen verbraucht oder eine? Ne, es hat keine Aktion wiedergegeben. Okay, interessant. Wir lernen ja dazu. Du könntest dann ihn töten. Wäre mir sehr lieb. Gut. Easy. Ja, da winkt er nochmal. Nett. Und du wurdest nicht aufgedeckt, denn beim ersten Schuss wirst du niemals aufgedeckt. Gut. Machen wir mit den Abschusszonen oder bewegst dich irgendwo hin, wo du auch tatsächlich Gegner sehen könntest. Ich glaube, du bewegst dich dahin, wo du auch immer Gegner sehen könntest. Sag dich. Okay, gut. Jetzt kannst du halt auf den schießen, aber könntest auch Teamwork zu Jason geben, dann könntet ihr ihn vielleicht sogar noch ausschalten. Aber können wir mal versuchen. Jawohl, Angst vor uns. So, wenn Jason ihn nämlich crittet, dann hat er auch das letzte Mal das Licht der Erde gesehen. Ja, was soll ich sagen? Jason ist halt eine Wucht. Gut. Dann. Ach, das hat... Oh, ich dachte, du hättest jetzt noch einen Pistolenschuss. Aber das Teamwork verbraucht eine Aktion. Ach, stimmt. Gut. Machst du ein Parieren? Du machst einfach mal ein Parieren. Ich könnte dich zwar bewegen, aber weißt du... Wir registrieren einen Advent-Transporter. Oh, okay. Die Aliens versuchen, den General aus dem Einsatzgebiet zu extrahieren. Er darf nicht an Bord dieses Schiffes gehen. Nein. Macht er nicht. Der will doch bestimmt erstmal kämpfen, oder? Oder? Er schießt erstmal Bushi an. Ja, das ist nicht so wild. Bushi blockt in die falsche Richtung, aber... Ne. Macht ja nichts. Okay, der schießt jetzt nochmal auf Bushi. Das ist auch nicht so wild, denn das trifft sowieso nicht. Das wusste ich. Okay. Wer ist denn noch? Ein Verlorener. 2 Verlorene. Ja, Grutzi. Oder Grutzi, so wie du aussiehst. Gehst du auf Advent? Ja, bleibst du zumindest vorher stehen. Oh boy. Er hat sich auch über die Map teleportiert. Und stellt sich neben seinesgleichen. Was steht hier, weil er neben dem Müllsack steht? Ah, okay. Gut, war jetzt auch wieder genug Spaß für diese Folge. Jetzt bleibt wieder hier alles ernst. Ja, hallo. Okay, generell ja, nichts allzu bedrohliches. So, diesmal sieht auch unser Scharfschütze tatsächlich ein paar Leute. Was ganz angenehm ist.
Das heißt, du könntest erstmal mit der Pistole... Mit der Pistole... Oder auch nicht. Ich will nicht Feuer mit der Pistole... Das ist kein Präzisionsschuss. Na egal. Es verbraucht ja so oder so keine Aktion. Sag dich, denn ich möchte die Munition gerade noch ein bisschen sparen. Okay, so, die anderen siehst du nur mit dem Präzisionsgewehr. Das hier auf jeden Fall ein 100%iger Kill. Mach gerne weg. Sag dich, und jetzt sollten wir versuchen, den General zu töten. Wie wir das machen, ist eine gute Frage. Vielleicht tatsächlich mit einem... Wir versuchen das mal. 59. Stöpsel, du hast mich schon so oft überrascht. Oh mein Gott, du machst es. Du machst es immer wieder. 16 Schaden. Starke Sache, das. Sturm und Schuss. Ja, auf jeden Fall. Du kannst gerne einmal hier vorne dran gehen an der Ecke. Dann dürfte das auch mit dem Advent Boy gewesen sein. Den hast du jetzt nämlich dickste Sorte flankiert. Könntest auch vorher noch ein... Könntest auch vorher tatsächlich noch irgendjemand anderen ausschalten. Zum Beispiel ihn. Zack, ich muss sagen, also das steht Rangern ganz gut eigentlich, dieses Gewehr. Es ist jetzt nicht so kritisch und sowas, aber... Oh, Bonusaktion. Stecher. Was weiß ich. Baller ihn mal weg. Nice, das hat auch funktioniert. Ah, ich hab Glück. Okay, jetzt aber ihn, bitte. Zack dich. Aber komplett weggemacht. Feind neutralisiert. Nice. Minus 1,5, Abschuss bestätigt. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Feinde im Gebiet eliminieren. Sie dürfen den General nicht in die Finger bekommen. Ja, der General ist tot. Mein Lieber. Der ist nicht mehr unter uns. Wenn du das verstehst. Julian, macht mal eine Übersteuerung. Denn du möchtest auch einmal die Rüstung von dem Mech da vorne wegschnetzeln. So, dann gehst du einmal hier vorne hin. Ja, da so. Und dann kannst du ja immer noch einmal schießen. Lauf! Lauf! Und 94. Ich meine... Oder könnt ihr eigentlich auch mal ganz gut hinterher spurten, dann ne, bist du immerhin mal da. Bin gleich da. Gut. Du sagst es. Jason, wir benutzen ja, wir rennen heute alles, das Team der Folge. Einfach rennen. Einfach absolut rennen. So, du rennst auch ran. Ich würde nämlich ganz gerne tatsächlich noch dem Mech den Kill geben. Das heißt, wir laufen erstmal vorne ran, hitten den dann mit unseren Einheiten an und hoffen einfach, dass wir ihn töten. Oh oh. Ah, ah. Ja, du wirst, denke ich, ziemlich sicher treffen. Du kannst auch noch ganz gut reinballern. Mach das einfach mal. Ich weiß, wir sollten erst die Rüstung schreddern, aber ich will dem Mech diesen Kill geben. Zack dich. Gut, das könnte jetzt vielleicht sogar schon reichen. Plus ein Fokus. Gut, dann bist du jetzt auch voll Fokus. Oder voll fokussiert. Gut. Mech, das reicht ganz knapp nicht. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber nicht allzu bitter, denn wir können einfach mit dir da vorne parieren und ich hoffe mal, dass ein Mech auf dich geht. Das wäre zumindest logisch von ihm. Oh nein. Natürlich explodiert hier random ein Auto. Spiel! Warum tust du mir das an? Oh nein, Mech. Was tust du? Schieß auf Bushi. Ja, dreh ich um. Nein, nein, er macht Granaten. Oh nein, dieser Vollidiot. Oh, weiß nicht, was das heißt. Ein verlorenen Schwarm. Oh, ich habe euch gesehen da hinten. Oh. Okay. Graue Zombies. Das sind anscheinend die Schärke. Die drei Farbtöne der Zombies. De. Ja. 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 Okay. Ich habe mich schon gefragt, wenn ihr mal wieder ein Highlight-Intro kriegt, denn ihr bekommt das ja nur irgendwie 27 Mal in der Episode. Habt das dann. Ja? Schön. Ah. Fuck off. Ich gebe dem Mech jetzt nicht mehr den Kill. Das hat mich gelehrt. Ist ja scheiße. Okay. Bushi. Ja, könnte eigentlich nach vorne rennen. Aber ich habe Angst, die anderen Boys da hinten aufzudecken. Oh. Dann gehe ich erstmal mit Sven nach dort. Da siehst du immerhin einen. Den du mitnehmen kannst. Ja, mach das doch einfach mal. Steht ja so verlassen rum. Und das hier würde ich auch ganz gerne aufnehmen. Aber da ist keine Deckung. Hm, wen könnte ich denn mal da hinschicken? Stöpsel. Sieht ein. Ja, bitte. Also für Gratisaktionen. Mach weg.
Gut. Ich könnte dich auch da oben jetzt mal auf Brücke schicken. Hier oben, da könntest du vielleicht tatsächlich auch ein paar Leute mal sehen. Nach oben. Nach oben. Genau, und zwar straight nach oben sogar. Gut, da oben siehst du erstmal nichts mehr, kannst aber gerne jetzt da vorne ran und da siehst du dann später was. Oh, ich kann die Kamera nicht wechseln. Oh, oh. Ach Gott. Gerade wo ich meinen Scharfschützen nicht mehr habe, steht hier natürlich da hinten rum. Ja, den Codex können wir einmal anhitten oder wir schießen ihn einfach einmal an. Meck. Ach, weißt du, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn du hier vorne hingehst und einfach den Boy wegklatscht. Weil, gratis Kill, die sind im Nahkampf leicht verwundbar. Die Sektuin haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, die Boys. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Die fallen nämlich um, wie die fliegen. Bekomme ich jetzt einen Orden? Nein, es war jetzt echt nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vertraue Ihnen. So, ich warte immer noch auf den Sektopod, der mir ja angeteasert wurde. Das finde ich gut. Mach dann den Sektuiden weg. Wenn du dadurch nicht aufgedeckt wirst, umso besser. Ja, der brennt. Ich glaube, der ist tot. Die haben, glaube ich, 9 Gesundheit. Brennt jetzt um 1 oder 2. Ich meine, Philipp Lynx hat mal geschrieben, dass die nur um 1 brennen. Das heißt, er ist noch nicht tot. Ne, er hat nur 8 Leben, er ist tot. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt auch volle Möhre auf die gehen da vorne. Wie viel macht der Schwerthieb? Nicht ganz genug. Aber wenn sich's aufsplittet, haben wir noch 1, 2 Leute, die da was reißen können. Okay, ich hatte gehofft, dass es crittet oder so, aber naja. Oh, oh Gott, oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und Jason hat keine Aktion mehr. Nur noch... Oh, scheiße. Wir haben noch ein Imitationsgerät. Kacke. Das müssen wir jetzt werfen. Wir können nichts anderes machen, außer das Imitationsgerät zu werfen. Das ist das einzig Sinnvolle, was wir hier tun können. Ja, bitte. Ich glaube nicht, dass das Imitationsgerät Deckung nutzen kann. Das heißt, ich werfe es einfach mal hier vorne hin, dann sieht auf jeden Fall jeder. Bushi. Könnte Sven noch eine Aktion geben, die könnte er nochmal drauf schießen. Warum nicht? Mach das mal, da kann Sven immer noch einmal schießen. Gut. Elite-Lanzenträger, 40 Crit. Oder den Codex da vorne. Du machst mal den Elite-Lanzenträger. Bitte, wenn du crittest, dann wäre das so gut. Ah, okay. Bonusaktion? Nee. Pass auf, das versuchen wir gleich nochmal. Bushi will ich da jetzt nicht reinschicken, das heißt... Easy, Sway, hast noch einen Versuch. Töte es. Töte den Elite-Lanzenträger. Ein Gegner weniger, finde ich gut. Wunderbar. Jetzt Bonusaktion? Ja, nee. Okay, schade. Nein, nicht noch mehr Explosionen. Och, nö. Gut, der ist schon mal tot, wie gedacht. Okay, jetzt hoffen wir, dass... Die können ruhig auf uns schießen, die machen nicht so viel Schaden. Kacke, die schießen auch auf das Imitationsgerät, hat aber noch genug Leben. Klingensturm, das dürfte es auch mit diesem Boy gewesen sein. Jawohl, da fliegt er erstmal rückwärts. Physik ist ihm ja sowieso fremd. Okay, gut. Du dürftest dann jetzt auch mal komplett auf das Imitationsgerät gehen, bitte. Schön wäre auch, wenn du einmal verfehlen würdest und dann den zweiten Angriff... Ach, du hast sowieso nur einen, nevermind. Dann sind wir safe. Wir sehen uns wieder. Gut. So, der Priester bufft da hinten nur irgendwas, das ist nicht so wild. Okay. Okay. Ja, da kommen jetzt einige Leute auch. Oh je, und ich dachte, die Mission wäre schnell vorbei. Aber wir haben ja Coda am Start. Oh, Jason darf natürlich auch wieder mit dem Klingensturm ausrasten. Schön. Den hast du schon getötet, den hier vor... Dieses Spiel ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Er schnetzt ihn einfach durch. Komm, nochmal. Komm, gib ihm. Na komm. Ja, easy. Das Leben kann so einfach sein, wenn man Jason heißt. Das Mittagessen kommt einfach zu einem selber ran. Gut, Beute abgelaufen, brauchten wir sowieso nicht. Ah, Coda, das Erste, was du jetzt machen wirst, ist Verbannung auf diesen elendigen Sektopod. Du hast auch eine unglaublich gute Trefferchance. Auf jeden Schuss sind 20% Sofortkill. Mach ihn weg. Mach ihn einfach weg, bitte. Bitte, das wäre so schön, wenn du ihn töten könntest. Okay, ja, das hat jetzt viel Schaden gemacht, aber ihn leider nicht getötet. Die sind unglücklich. Aber du hast auch eine ganz gute... Das ist perfekt. Der Codex hier vorne ist übrigens tot. Der steht nur da, weil er es kann. Nee, mach das doch mal.
Wird wahrscheinlich ein Auto in die Luft jagen, aber mit Verlorenen kommen wir klar. Okay, direkt zwei Autos in die Luft gejagt. Wunderbar. Verlorenen Schwarm, ja. Ja, sie sind da, ich weiß. Oh, du hast nur noch einen Schuss. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Tja, Jason. Was sagen wir denn dazu? Sagen wir Bumm oder sagen wir Bumm? Ah, Bushi. Ja, du hast halt einen Boy vor dir, ne? Sväh. Du machst auch keine Rüstung weg. Wir machen alle keine Rüstung weg. Das heißt, das einzig Sinnige ist jetzt einfach nur, auf den Boy hier zu schießen und hoffen, dass wir ihn alle töten. Oder wir machen mit Jason das hier. Ich meine, das lockt zwar Verlorene an, aber... Sensemann. Sensemann würde halt ihn töten, dann würde sie hier ranrennen und dann von der Explosion von dem Typen sterben. Auch nicht so sinnvoll, muss ich gestehen. Bushi könnte auch ranrennen und von der Explosion sterben. Das lassen wir auch einfach mal ganz gediegen. Oder du gehst hier vorne hin und machst einen Volt auf den. So. Ah, Volt geht auf ihn nicht, stimmt. Ah, okay, okay, okay. Ja, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr ganz so viel machen, außer dem Verlorenen hier einfach mal Tschüss sagen. Gut, dann ist er halt weg. Batzig. Gut, weg ist weg. Maximaler Fokusbereich erreicht. Ja. Sway hat noch einen Schuss. Dann ist eine 100%ige Trefferchance. Hau weg. 6 Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den töten können. Ja, Bushi kann da vorne einfach einmal parieren. Ich weiß nicht, was er da sonst machen will. Jason und Stöpsel haben wir noch. Stöpsel hätte tatsächlich eine Serie. Was hätte Stöpsel denn für eine Trefferchance auf der? Okay, pass auf. Stöpsel... Ah, eine Serie bringt das nur einen Schuss. Okay, na, Moment. Wir müssen auf ihn gehen. Wir müssen ihn töten. Mit allen Mitteln. Ah, batz dich. Ja, boah, 4 Schaden. Jason darf jetzt gerne einmal hier vorne in Deckung gehen und dann den Typen töten. Es wäre so schön, wenn du ihn töten könntest. Das hier wäre kein sicherer Kill. Das hier ist aber ein sicherer Kill. Ja, der wird explodieren, Verlorenen. Kommt her. Patz dich. Ja, da kommen die Verlorenen ran. Oh, da hinten ist er gespawnt. Schön, schön, schön. Schön, schön. Auch sehr schön, wie der Verlorene hier, der Kodex hier vorne ohne Waffe rumsteht. Ein Traum. So, du darfst tatsächlich noch wegrennen. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Idee. Denn du hast wenig Leben. So, er teleportiert sich neben seinen halb verstorbenen, halb lebenden Boy und macht eine Psykanone. Das ist gut. Das ist erstmal gut. Macht keinen Schaden. Jason und unser guter Spark können auch in den Nahkampf gehen. Zur Not. Und er ist da vorne ordentlich beschäftigt. Mit den ganzen Verlorenen, die hier gerufen werden. Puh. Ja, Mann, du bist halt ein Lappen. Weißt du? So, die Verlorenen. Killt einfach den letzten, der da übrig ist, da hinten. Geht man nicht auf mich, bitte. Und dann haben wir die Mission hinter uns. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, der Kodex lebt da vorne mit einem. Pass auf, wir machen mal einen Sensenmann. Mal gucken, was das bringt. Zack dich. Verlorener. Gib ihm. Und Batz. Zack, Nummer 1. Und Schwertangriff. Nummer 2. Batz. Easy. Und Schwertangriff. Nummer 3. Wo wir gerade mal dabei sind, ne? Zack. Sensenmann. Das hätten wir auch alles mit der Knarre hinbekommen, aber warum? Warum? Wir können sie auch so machen. Easy. Ah, die Knarre hatte nicht mal so viel Schuss, deswegen hatte ich mich dafür entschieden. Stimmt. So. Und dich könnte man tatsächlich auch noch töten. Mit Glück aber nur. Das heißt, das lassen wir vielleicht tatsächlich mal. Ah, du könntest ja auch irgendwen anschießen. Da ist er auf jeden Fall tot. Aber ist auch ganz angenehm. Tschüss. 11 Schaden. Wunderbar. Hast du nicht automatisch Nachlader? Nee, leider nicht. Koda muss auch nachladen. Und Bushi. Ja, bitte. Warum nicht? Gib ihm doch. Gib ihm doch einfach mal. Den da hinten kriegst du wahrscheinlich nicht mit dem Schaden tot.
Oh doch, das macht echt Schaden mittlerweile. Nevermind, Chris ist doch tot. Gut. Du musst nachladen. Alles klärchen. Jetzt darfst du auch ein bisschen verlorene schnetzeln. Heute darf jeder mal ran. Zack dich. Und... zack. Dich. Easy. Perfekt. Den Schaden gemacht, den du machen musstest. Ah, du musst nachladen. Und den Priester hinten sehen wir immer noch nicht. Da rennen wir aber später mal hin. So, vielleicht kann Sven jetzt auch schon mal hinrennen. Vielleicht sehen wir den ja jetzt hier mit... Nee. Dann machen wir mal einen Feldposten. Du darfst parieren. Und Koda darf auch einen Feldposten machen. Und Julian muss aus dieser Wolke hier rausrennen. Mach das doch mal. Gut. Alles Gleiche. Ich sehe, wir verstehen uns. Dann, ja, heil dich. Kannst nächste Runde immer noch nachladen. Du mit deiner Action-Cam beim Heilen. Gut. Gut. Haben wir auch diese Runde erfolgreich runtergespielt. Das explodiert und ruft wahrscheinlich noch einen verlorenen Schwarm auf dem Schirm, oder? Ne, er zählt nicht als Explosion. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da vorne kommt der Boy. Aber der Feldposten wartet. Und der Feldposten trifft nicht. Naja, aber da hinten sind auch noch ein paar Verlorene. Also er wird vielleicht noch ein bisschen was zu tun haben. Denke nicht, dass er auf uns gehen wird. Ne, der ist damit beschäftigt, Verlorene zu verfehlen. Jedem das Seine, würde ich sagen. Jedem das Seine. Ich denke mal, er ist auch... wenn wir ihn ausgeschaltet haben, dann ist die Mission auch vorbei. Oh, Koda, das auf einmal. Mal so trifft man Verlorene, mein Guter. So trifft man Verlorene. Seelenernte. Schön. Okay. Ja, die hauen... Also, wir können auch eigentlich jetzt einfach nur warten. Aber das wäre langweilig. Wir können auch mit dem Spark reinrennen und ihn einfach wegboxen. Wenn das genug Schaden macht. Ja, die Beute läuft hier ab. Oh, boy. Ich weiß. Ich brauche die nicht. Ja, ich brauche die nicht. Ehrlich. Ja. Ah, Spiel. Das musst du mir nicht immer zeigen. Danke. Vor allem mit diesen Unskippable-Dingern hier. So. Als Julian. Julian, ach, das Boxen ist noch auf Cooldown. Das ist natürlich schade. Dann lad einmal nach und dann schaue ich mal, ob du den vielleicht mit deiner normalen Waffe jetzt schon killen kannst. Nee, das reicht nicht. 51 Trefferchance auch nur. Ist nicht gut genug. 26 ist auch nicht wirklich gut. Da gehen wir doch mal direkt in den Nahkampf. Let's go. Er wird ziemlich sicher der letzte Gegner sein. Oh. Okay. Gut, hätten wir das auch erledigt. Und es war anscheinend nicht der letzte Gegner. Hier sind echt noch welche. Oh. Oder die Verlorenen, die hier noch sind, zählen noch dazu. Keine Ahnung. Ja, Bushi, renn da mal zu dem Boy da hinten. Vielleicht ist er ja der letzte gewesen. Vielleicht war er ja nicht von einem Schwarm, sondern stand da hinten einfach schon so von Default aus rum und zählt deswegen als Gegner. Ach, moin, hätte ich gewusst, dass ihr alle da hinten steht, hätte ich ihm einen Kuchen mitgebracht. Die stehen ja echt in Reihe und Glied. Guten Tag. Sag mal, wollt ihr eigentlich... weggemacht werden. Ne, wir haben keine Position von dem hier vorne sehen wir sie. Ist ganz knapp nicht mehr im Bewegungskreis drin. Ja gut, dann halt mit Schwertangriffen. Einer nach dem anderen. So. Du wegmachen. Patz dich. Zwei Leute leben noch. Du siehst da oben nichts leider. Julian kann auch überhaupt gar nichts machen. Stöpsel. Kann auch nichts machen. Kann einfach hier eine Abschusszone machen und hoffen, dass sie hier reinlaufen. Aber wir haben ja auch hier einen Klingenmeister. Und ich glaube, du hast auch Klingenmeister. Und du kannst absolut gar nichts mehr machen. Du stellst ihn einfach mal hier direkt vor die. Ich hoffe, dass du mit Klingenmeister die wegmachen kannst. Und du parierst einmal. Gut. Und du, ach, du kannst ja auch daneben dich stellen. So, dann haben wir die von zwei Klingenmeistern umgeben. Ach cool, da ist auch noch da. Kann die aber auch nicht sehen. Könnte mit einer Claymore rein, aber weißt du was? Naja... noch ein Schwarm muss jetzt gerade nicht sein. Das heißt, du machst hier von hinten einfach Feldposten. So, dann zeig ich mal her. Klingensturm. Na ja. Wäre auch zu schön gewesen. Aber du bist sowieso unantastbar, okay. Und Sven dürfte ja auch unantastbar sein. Und mit dir Klingensturm? Jawohl. Guck mal, Jason, guck dir mal was ab von deiner weiblichen Freundin da hinten. So wird das gemacht. Gut, ja, jetzt läuft wieder hier die ganze Beute ab. Ach, ist das ein Traum. So. Jetzt, wer möchte den Kill kriegen? Hm, eigentlich ja... Warum eigentlich nicht Koda? Ich meine, es ist nur ein... Ne? Weiß gar nicht, was... Wie heißt der? Verlorener. Koda kann den Kill gar nicht kriegen. Gut, dann scheiß drauf. Kann Julian Kill kriegen. Julian kann auf jeden Fall einen Kill kriegen. Let's go. Let's go. Wir beenden es, wie wir es vorhatten, mit einem Hammer von Julian. Und... Patz. Gut. Der steht nicht wieder auf. Jetzt war es das aber, oder?
Vorhaben ja. Einsatz erfolgreich. Oh. Boy, was eine Mission. Aber im Grunde ganz gut gelaufen. Ja, der Kodex, der funkte gerade ein bisschen dazwischen. Oh Gott, oh, okay, gut, danke. Ja, Advent-Bürger, die wir verloren haben. Das sind keine Advent-Bürger dabei gewesen. Nur Zombies und Mutanten. Und Bushi tut schon wieder so, als hätte er eine Wumme in der Hand. Oh. Ihre Soldaten scheinen mir eine große Hilfe zu sein. Oh, du bist Colonel. Oh, geil. Zielsuchmine. Hefte eine Mine an einen Feind. Alarmiert den Feind nicht. Die Zielsuchmine explodiert, wenn dieser Feind Schaden nimmt. Oh, wow. Das kann ja mega gut sein, außer wenn der Feind in uns reinrennt. Wenn du ein Ziel durch Verbannen eliminierst, feuerst du weiter auf einen anderen Feind, solange bis die Munition... Oh, ja. Ich sehe das Potenzial. Oder Abschusszone. Abschusszone ist auch gut, aber erstmal das hier. Ja, das ist halt ziemlich, ziemlich gut. Damn. Und Abschusszone ist für dich auch gut. Zielsuchmine finde ich auch sehr interessant tatsächlich. Heftiger Schuss ist für dich auch in Ordnung. Aber erstmal lassen wir das. Okay. Gut. Nice. Hallo, Commander. 95 Info dafür. Dankeschön. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, ich bedanke mich für alle Kommentare und für jeden einzelnen View, dass ihr euch das anguckt. Das ist echt so ein kleiner Traum. Bevor ich hier zu sentimental werde, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Und schaut euch auch Portal an. Das dürfte jetzt mittlerweile auch ein bisschen laufen. Also eigentlich läuft das schon seit einer knappen Woche dann, wenn diese Folge draußen ist. Schaut es euch an. Bitte. Das ist auch ein Herzensprojekt von mir. Danke. Tüdelü.